Hey und willkommen hier zu einer neuen The Sims 4 Let's Play Folge. Hier springt schon ein Vampir rum, ja, hallo, der bleibt im Zelt hängen. Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin Daniel von SimFans. Hier heute geht's weiter und ich habe mal die Family umgeschaltet, nachdem wir ja letztes Mal mit dem Jonas, den Alien Kids und dem Yannick und der Rose hier waren im Waldspielplatz. Wollte ich jetzt mal hier mit der lila Goldklee auf jeden Fall was ausprobieren und zwar, das ist ja auch hier, hallo, die Elsa Bjergsen, ja, hallo, noch mehr Kinder. Wir wollen nämlich das Puppentheater hier im Bauwagen mal ausprobieren. Den habe ich ja gebaut. Hier sind wir auf dem Waldspielplatz Grundstück. Auch das gibt's als Let's Build Folge im Channel. Wir probieren das jetzt mal aus. Puppentheater aufführen hier. Oh ja, das ist cool. Und wir können auch mal den Blue hier hinbringen. Hallo, kommt mal alle. Yeah, ja. Seid alle hier mit dem Urlaub, Westgarten pflegen hier. Klee hier, Red Klee hier bringen. Komm mal, Justin hier auch, ne? Kannst du nicht herkommen? Oh nö. Wie blöd, wieso geht es nicht? So, wir gucken jetzt hier mal, dass die Lila auf jeden Fall hier ein Puppentheater aufführt. Was gibt's denn da? Oh, verloren im Wald. Das ist doch cool. Komm, das machen wir hier. Brauchst du keine Hausaufgaben machen. Wir sind ja jetzt im Urlaub hier, ja? Yay, komm mal mit runter hier. Komm mal mit runter. Wo sind denn die anderen jetzt hier hin? Können wir da mal irgendwie einladen oder so? Einladen auf aktuellem Grundstück absenken. Der Bär. Hier kommen die zwei, die drei hier. Alle, komm mal hier. Komm mal hier, alle erstmal anrufen hier und dann sagen, komm mal her hier, wir wollen ja mit euch chillen hier, komm mal her. Lila, wo bist du denn? Hier in der Void-Kreaturen-Arena. Shumaba. Komm mal her, ich will ein Puppentheater machen hier bitte, ja? Alle kommen vorbei, sehr schön, so muss das doch sein. Komm mal hier runter jetzt. Zusammen hier hingehen, komm mal alle hier hin. Komm mal alle in den Bauwagen, ich will, dass du mir das Puppentheater hier jetzt machst hier. Das ist ein Objekt aus dem... Kinderzimmer-Accessoires-Pack, das Gameplay-Objekt. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an hier. Komm mal mit. Komm mal mit hier. Wir müssen auch noch mit den kleinen Kids hier spielen. Nee, Blue, was ist mit dir los? Kommst du auch? Der geht schon wieder zum Puppenhaus. In den Feengarten hier wahrscheinlich, ne? Ja. Komm, deine Schwester macht jetzt hier was Cooles. Muss mal mitmachen hier. Komm mal mit hier. Komm mal alle mit hier. Alle hier. So, du machst jetzt mal ein Puppen. Ah, gibt es auch Aufführen für, dann machen wir doch das. Verloren im Wald Aufführen für kommen ja alle, die hier wollen. Hier. Ja, die Kleinkinder können nicht zugucken, schade. Aber mal gucken, wie das jetzt... Ich habe es, glaube ich, echt schon ewig nicht mehr... Ist ein Ding hier im Weg, oder was? Ja, oh, nee, das kann ja wohl nicht sein. Daniel hat wieder Scheiß gebaut hier. Eieiei, muss doch gehen hier, komm. Puppentheater Aufführen für, komm. Das muss doch jetzt hier. Hallo? Geht nicht. Oh, nö. Müssen wir die Dinger weiter weg machen? Wir machen die weiter weg hier. Komm, da reichen auch vier Plätze für euch. So, jetzt muss es doch aber gehen hier, bitte. Hallo, bitte, danke, tschüss hier. Kommt mal. Das ist wegen der Pflanze bestimmt, oder? Puppentheater aufführen für. Jetzt nochmal. Dritter Versuch. Jetzt klappt's hier. Daniel hat wieder zu eng gebaut. Eieiei. Ja, Jonas, du wartest hier schon. Die Red kommt hoffentlich auch gleich. Was? Urlaubsende, nur noch einen Tag hier. Nein. Was fängt schon an? Cool, das ist auch die Stimme. Guck mal, da irgendwas hier. Einladen zuzusehen. Guck mal alle zu mir. Wie cool, oder? Oh, Red muss auf Klo. Oh nein, hier. Kommt die Treppe hoch hier. Die Stimme, die Tiefe. Wieso macht das Mädchen hier tiefe Stimme? Red, du musst auf Klo, ne? Hallo. Oh, da ist die Hand, du hast die Puppe vergessen. Oh, wie sweet hier. Das sind immer tolle Gameplay-Objekte, ne? Ich bin ein Drache, ich bin ein Bär, ich bin eine Spinne, ich bin ein Buch. Oh oh. Was machen die im Wald? Das ist irgendwie ein bisschen langatmig. Lahmarschig. Die plaudern jetzt hier schon drüber. Ich höre euch gar nicht mehr. Was ist denn los? Okay. Schon cool gemacht. Was Rechnungen hier? 9700 Diamant. Will ich gar nicht wissen, wie im Urlaub. Hallo. Wie frech. Hier gibt es gar keinen Kaffee, Mensch. Was ist das denn?
Und gar kein Gourmet-Menü. Oh, du bist ein kleiner Schnösel wie dein Papi, ne? Ja, ich bin Blue hier. I'm Blue. Dabba-di-dabba-da. Yay. Und sie umarmen sich hier wieder. Sehr schön. Und jetzt? Was ist los mit euch? Red muss Pipi, scheiße. Wie lange geht denn das hier noch? Du hast auch Hunger, Jonas, ne? Es geht um einen Drachen hier. Ich habe eine Idee, lasst uns einen Drachen suchen. In den Büchern habe ich gelesen, dass es einen gibt. Aber wer ist das jetzt hier? Der Jonas. Oder der Warren. Warren, ich bin Jonas. Ich bin Yannick. Wir boxen jetzt hier, oder was? Das ist cool. Sehr cool. Schubse. Kann man da irgendwie reingucken oder so? Alles dunkel hier. Die plaudern hier. Gucken die überhaupt noch zu? Guckt die überhaupt noch zu? Nee, schon fertig hier. Wer ruft denn an hier, was? Justin Goldstone bei der Arbeit sein. Du machst von zu Hause arbeiten hier, bitte, komm. Simstagram, Forscher. Bist du nicht mal befördert hier? Wie wär's denn mal? Scheiße, konzentriert werden, Unfug treiben. Ey, kommst du raus wieder? Ja, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Sehr cool. Gefällt mir. Hausaufgaben sind ja auch abgeschlossen hier. Sehr gut. So, liebe Kiddies hier. Wollen wir nicht mal... wo sind die Alien-Zwillinge hin jetzt? Wo sind die denn hin hier? Komm, ruf die mal an hier. Ruf die mal an, die Alien-Zwillinge. Und die Lea darf auch kommen. Und der Bär. Ruf die mal an, ruf mal die Alien-Zwillinge an. Mit dem wollen wir hier noch im Sandkasten hier spielen, oder? Liebe Kids. Wollt ihr vorbeikommen? Sky, Luna, alle kommen vorbei. Sehr cool. Ist gar eine Gärtnerin hier. Sprüht hier die Bäume an. Die Eva Schneider. Was sind jetzt die, sehr cool. Was sind denn jetzt die Alien-Zwillinge? Die will ich doch hier. Können wir da nicht mit denen zusammen rutschen oder so? Red, du bist ja kacken hier. Sie ist schnell aufs Klo gegangen nach der Vorführung. Was sind jetzt die Alien Twins? Die zwei hübschen Mädels hier. Was seid ihr denn? Versteckt ihr euch wieder? Habt ihr Angst? Was seid ihr denn? Kommt mal her hier. Kommt mal her. Was seid ihr denn? Und keine Alien-Zwillinge da. Spielt jetzt hier Puppenhaus oder was? Wir wollen doch mit den Kleinkindern noch rutschen. Jonas, müssen wir wieder auf dich umschalten? Ich glaube schon, ne? Wir müssen die Family wechseln. Wo sind jetzt die Kids? Die kommen ja gar nicht. Sind ihr? Wo seid ihr denn? Sind bestimmt im Wald jetzt verloren hier irgendwo. Eieiei, das Grundstück ist zu groß hier. Die finden die gar nicht. Das ist die Lea. Hallo. Das ist alle Dosen eingepackt. Sehr cool. Komm, spielen wir hier mit der Lea hier mitspielen. Blue, wie geht's dir? Hast du eigentlich deine Hausaufgaben schon gemacht? Hausaufgaben machen. Ja, mach das mal. Komm, wenn du hier nur rumstehst. Jonas räumt hier schon wieder auf. Wo sind die Kids? Die müssen jetzt nochmal kommen hier, die Kids hier. Oh, dummes Kind. Eieiei, hier. Eieiei, ah, das ist ein Käfer. Komm, sammel mal Insekten. Das ist bestimmt Insekten sammeln. Wieso kommen die Alien-Kids jetzt hier nicht? Ja gut, mit denen haben wir auch schon in der letzten Folge gespielt. Aber jetzt ist Tag. Wäre nicht so schlecht, ne? Vielleicht, wenn die Red... Oh, die ist auch tot hier. Nee, die Red kann die nicht anrufen. Wieso denn nicht? Blue, rufst du die mal an? Ruf die mal an, komm. Lass mal die Hausaufgaben liegen. Ruf mal die Alien-Kids an, ob die nicht doch kommen wollen. Hey, ich hab doch gesagt, ihr kommt. Wieso kommt ihr denn nicht? Daniel will mit euch rutschen. Kommt, kommt vorbei hier. Gibt's alle kommen vorbei. Ja, wo? Wo? Ich erbitte ich erbitte um Nachricht bei Eintreffen. Seid ihr denn? Da geht immer Puppenhaus spielen hier. Komm, du kannst mal die Käfer sammeln, bitte. Komm. Wo sind die jetzt? Weg. Toll, sind die Käfer weg. Ich wollte doch mit dem Kleinen mal so ein paar Käfer sammeln.
Sieht alles gleich aus im Wald, ne? Oh, das ist ein riesiger Fels, ja. Was gibt's da? Pflanze wild. Pflanze anziehen. Sind es die Käfer? Ach, schade. Ich hätte so gern hier noch... Was ist das denn? Pflanze wild. Das paar Frösche suchen. Und nach weggeworfenem Spielzeug auch. Kam hier mal ein bisschen hier. Lila wischt hier die Schmodder auf. Wie geil. Bringt es sogar wahrscheinlich Verantwortungspunkte, ne? Alle helfen mit. Hier, Lea kommt auch zu Hilfe. Verantwortung. Sehr gut. Eieiei. Ja, ich würde sagen, wir schalten dann doch auf den Jonas um, damit wir das hier hinkriegen. Guck mal die Pflanzen an. Hast du die schon angeguckt? Nee, ne? Kann man die auch ernten, wenn du die angeguckt hast? Ah, das ist schon wieder die Makasaki-Dings da. Unsere Stalkerin hier. Nee, du kannst sie nur ansehen. Tja, schade. Komm, du kannst mal eine Freundin finden hier. Hier, guck mal, da läuft eine Freundin rum im Wald. Kann ich dir vorstellen, wer ist das? Das ist die Gupta da. Ah, genau. Da hinten ist ja dieser geheime Dings hier, ne? Eieiei, jetzt haben wir das mal erkunden. Komm, lass mal die Frösche, die sind eh lahmarschig. Interessiert nicht. Komm, mach mal Erkundungstour, weil wir haben da hinten ja ein geheimes Grundstück noch in Granite Falls, das man besuchen kann. Da gibt es einen Einsiedler, ist voll cool. Jump mal zu ihr, komm. Wer ist das? Ulrike Faust. Hallo. Oh, da ist ja auch der Ranger. Blue hat Blabbermaul im Bestreben, Liebling der Massen abgeschlossen. Sehr cool. Hast du nur noch Level 5 der Sozialfähigkeit? So, der Ranger ist auch egal. I. Hatz, Hamza, Gretra. Wie soll ich mir denn die Namen merken? Echt mal. Sorry. Spring vorbei. Da gibt's nämlich das geheime Grundstück. Oh, da sind wieder Käfer. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Das ist immer ein bisschen tricky hier. Eieiei. Eieiei. Erforschung des Dornengestrüpps. Weitergehen. Geh mal weiter. Können wir mal ein bisschen schneller durch Spinnennetz gehen hier, oder? Und Objekt ignorieren. Was für eine Versuchung. Und zu Sim durchschlagen. Yay! Alles auf Anhieb geklappt. Ich wollte es nicht jetzt lesen, aber gut. Vielleicht auch mal was Cooles, wenn ihr das nicht kennt. Es gibt ein geheimes Grundstück, eine geheime Welt, eine geheime Nachbarschaft, wenn man so will. Und die ist nicht auf der Karte verzeichnet, aber man kann da hinreisen. Und es ist super toll hier, richtig schön. Und da kann man jede Menge Sammelobjekte hier finden. Und ja, da gibt es hier echt einiges zu entdecken. Und da gibt es sogar noch den Einsiedler. Und da haben wir dann so einen richtig coolen Wasserfall. Echt schade, dass sie das so versteckt haben. Das ist echt wahnsinnig schön hier. Muss man echt so sagen hier. Also wirklich mal richtig cool gemacht. So, da ist der Einsiedler. Kommt Blue hier. Blue hier ist unser neuer Entdecker hier. Der hat hier eine eigene Hütte. Das ist so cool, ne? Und da kann man sogar selber bauen, wenn man bb.enablefreebuild eingibt. Um dann hier einfach so, ne, so ein Haus abseits von allem hier zu basteln, wenn man den mag. Vielleicht mache ich das auch mal. Was sagt ihr denn da dazu? Ah, da gibt es richtig coole Sammelobjekte überall. Es dauert leider nur immer ein bisschen, bis die da heranwachsen. Gibt es auch Libellen und so, ne, also Insekten, alle möglichen. Und natürlich, ne, hier Pilze und Pflanzen und was mit dem Kind, das ist ein bisschen doof. Es fliegen auch so Vögelchen rum, ich wollte schön gemacht. Und da gibt es sogar hier das kleine Ding hier zum Zurück. Wie ist denn das so mini? Zum Zurückkehren gibt es das auch. Du sprichst hier zum Einsiedler. Das ist wirklich so, dass der hier alleine lebt und das ist so ein Gameplay-Dings. Und da kann man jede Menge pflanzen, auch als wäre das so Lea gewesen hier. Eieiei, kann man die jetzt hierher bringen? Red hierher bringen, ja, also gut. Red hier, hallo Red, oh, ich weiß, du bist total müde. Aber sammel mal ein bisschen was für die Haushaltskasse, wie wäre das? Kann man dich irgendwie anklicken und sagen, Sammelmodus? Sollst du einfach mal eine Stunde lang sammeln oder zwei? Ernten, gibt's nichts zum Ernten.
Hallo, ich bin der Blue aus der Großstadt, hier aus dem Brick Penthouse. Wie geht's dir denn so? Hier sind voll die Tiere überall. Ja, aber richtig tolle Pflanzen auch. Musst du mal das angucken, was die hier treibt. Es gibt giftige Kräuter und weniger giftige. Und es gibt eine tolle Fähigkeit, ne? Kann man ja auch dran sterben sogar. Auf jeden Fall gibt's negative Stimmungen. Und an denen kann man dann sterben. Was hat denn der hier alles? Ist sogar Fröschlis hier. Aber du kannst mal was klauen von dem. Du bist ja hier kleptomanisch, oder? Versuchen zu stehlen, komm. Versuch das mal zu stehlen. Erstmal sammeln wir Insekten, ist okay. Erstmal hier Insekten. Daniel ist hier wieder verpeilt, aber ist egal, komm. Versuch. Hey, du bist aber gut hier mit dem Sammeln. Sehr cool. Das heißt, versuch mal dem was zu stehlen hier. Nur des Stehlens wegen. Das hast du mit ihm geplaudert, jetzt kommst du in sein Haus rein. Selber schuld, wenn die einen gleich reinlassen. Wow, der ist voll cool, aber kann man den... Oh, den kann man nicht. Du bist noch zu schlecht im Stehlen. Ja, jetzt kannst du nichts mehr stehlen, glaube ich, ne? Nee. Hat jetzt kürzlich ein Objekt gestohlen. Red, kannst du was stehlen? Bist schon wieder am Handy hier. Komm, mit Pflanze, da wollen wir, aber die Lampe wollen wir nicht. Kann man da nicht irgendwas Cooleres stehlen, irgendwas Größeres? Komm mir das. Klaust du mir die Sahne hier? Oh, du bist todmüde, ne? Eieiei. Was machst du? Verfolgst den Einsiedler hier. Was macht denn der Julian Schmitz? So blöd. Nur mit ihren blöden Namen. Entweder sind die total langweilig deutsch oder so komisch, dass man die nicht lesen kann. Was machst du mit ihm? Julian Plaudern. Elefantenwitz machen. Jetzt bist du auch müde und immer die Tierchen hier, ne? All die Großstädte hier. Red hat erfolgreich was gestohlen. Boah, wir nehmen den hier voll aus hier. Red, komm, du kannst noch ein bisschen was sammeln, oder? Da gibt es doch bestimmt richtig coole Sachen hier. Guck mal das an. Die bringst du Lea mit. Dann kann die die verkaufen. Oder wir müssen ja selber Rechnungen bezahlen. Eieiei. Geheim im Wald hier unterwegs. Oh, da gibt es ja viel hier. Gibt es da alles zum Ernten? Gibt es noch nichts. Ja, ich sag ja immer, man muss da immer noch ein bisschen warten, bis das dann gewachsen ist. Außer die blöden Pilze, die kann man irgendwie sofort immer ernten. Das ist voll blöd. Und dann ist man da, dann muss man da erstmal irgendwie sich aufhalten eine Zeit lang, bis das ganze Zeug hier sprießt, ne? Aber dann gibt es echt einiges. Und da gibt es sogar richtig coole Insekten, also wirklich mal. Ich kann das nur empfehlen hier. Das hier nicht auszulassen. Echt schön gemacht. Ach, hier gibt es so komische Leuchtkäfer und Vöglein. Ne? Guck mal an hier. Ui. So cool, ne? Wow. Was macht ihr denn jetzt, mal Hübschen? Gehst schlafen jetzt, ne? Dort, je, macht hier wieder Scheiß mit dir. Auf die harte Holzbank. Naja, gut. Gute Nacht, Blue. Schlaf gut. Schlaf gut. Red, du musst noch ein bisschen dich bewegen, aber du kippst mir auch gleich um, ne? Da gibt's sogar hier so... Ah, wie cool ist das denn? Red, komm mal hier hin, schnell. Schnell, schnell. Wow, wie cool ist das denn? Ah, das ist weg. Und dann machen wir einen coolen Screenshot, da können wir ja zoomen hier. Eieiei, Red, was guckst du denn so böse jetzt extra wegen dem Screenshot hier? Oh Mann. So. So, Red, die Eichhörnchenjägerin hier. Aber leider kann man die nicht sammeln. Das wäre mal cool gewesen hier, ne? Wenn man die auch sammeln könnte. Das wäre mal echt cool gewesen. Muss schon sagen. Muss ich schon sagen, ja. So, ich muss ein bisschen zurück, damit ich da mehr drauf habe. Daniel beim Screenshotten. So, ja, so geht's auch. Leider kriegen wir den Wasserfall nicht mehr drauf. Schade. Wie? Sprinter hier. Wo bist du jetzt hin? Weg ist es. Tja, kannst du hier mal graben. Dann wirst du wieder wach. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber... Da ist schon einiges hier los hier. So, gut. Blue schläft auch. Dann würde ich sagen, wir schalten mal wieder um auf Lila. Und lassen die da noch... Hoffentlich kriegen wir das Objekt noch, wenn die jetzt hier gräbt. Komm, Red, grab mal ein bisschen was.
Grab mal ein bisschen was. Guck mal, hier die ganz schönen Vögelchen hier überall. Schläfst du gleich ein neben dem Stein. Hier finde dich niemand. Ich sag's dir, wenn du hier irgendwie einpennst, du bist dann für immer hier, ja? So. Yay, du freust dich. Sehr cool. Aber es ist anstrengend, ne? So. Dann gehen wir mal wieder zurück hier auf Lila Goldklee. Hier, du bist wieder am Handy. Hast keinen Empfang hier, oder? Hast bestimmt Empfang. Die Sims haben irgendwie immer Empfang. Oh, jetzt habe ich dich doch hierher gebracht, oder was? Oh, Lila. Tja, das ist aber schlecht hier. Komm, kannst du die Schmetterlinge fangen? Komm. Schmetterlinge hier sammeln. Voll cool. Oh, die verschwinden ja schon wieder. Da kommen sie wieder. Sehr cool. Red kommt auch dazu. Hui, hey, ist ja echt gut im Sammeln hier. Muss man echt sagen. Drei Himmelsfalter hast du gefangen, Lila. Tagträumen. Red, wo sind denn die Bären hier? Komm, geh mal joggen. Lass dir joggen gehen. Ich glaube, hier gibt es keinen Joggingpfad hier, ne? Ja. Lila, du bist noch fit, dann können wir mit dir noch was machen. Come on. Du bist inspiriert hier sogar. Yay. Kannst du auch stehlen? Du kannst nicht stehlen, ne? Du bist unser liebes Kind hier. Bist nicht hier am Stehlen. Alles richtig, richtig cool gemacht hier. Wirklich wahr. Also ich finde das echt Hammer, wie die das hier gemacht haben. Fliegt auch so ein Falke oder was das ist. Voll cool. Granite Falls. Erstes Gameplay-Pack für die Sims 4. So. Leute, ja, das ist jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir reisen auch nach Hause. War auch schön jetzt. Oh, Scheißdreck. Ja, wir reisen nach Hause. Alle heim hier mit euch. Kommt zurück hier ins Schweden. Hier. Kommen alle mit hier, bitte. Ja, die sind schon da, also gut. Die Rose hat die Kids zu sich geholt. Sehr gut. Müssen wir keine Tagespflege bezahlen. Yay, heute sind wir echt rumgekommen. Waren im Waldspielplatz, dann im geheimen Grundstück hier beim Einsiedler und jetzt geht's hier zurück ins Schwedenhaus. Habe ich alles gebaut mal? Außer das Einsiedlerhaus habe ich nicht gebaut. Da müssen wir echt auch mal was bauen. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, vielleicht mal so einen Einwurf. Marvin ist ja jetzt tot, leider. Aber der war Geschicklichkeit, war da ziemlich hoch. Und wenn man Geschicklichkeit ziemlich hoch hat, kommt man auch auf die anderen geheimen Grundstücke, weil es gibt ja nochmal zwei in Willow Creek und wo ist es? Springs? So, was im Wechsel dir mal die. Machst du schon, Jonas? Sehr gut. Oh, stinkt hier. Nee. Immer mit euren Kackwindeln hier. Urlaub im Schwedenhaus. Geht noch ein bisschen weiter. Einen Tag haben wir, glaube ich, noch, ne? Dann können wir uns das doch hier gut gehen lassen. Blue, du kannst auch noch mal ein bisschen Tischdecken üben hier. Das ist gar nicht so schlecht für deine Charakterwerte, weil die sind ja ganz im Keller bei dir. Und du kannst auch noch... Du hast alles irgendwie grün, aber nichts richtig, ne? Es ist voll scheiße irgendwie. Gar nichts richtig hier. Hast du dein Tagebuch dabei? Hast du auch nicht. Kannst auch nur Tischdecken üben, ne? haben wir noch irgendwo einen anderen Tisch? Wir haben nur den einen Tisch, ne? Tja, oder draußen vielleicht? Haben wir da noch irgendwas? Da haben wir auch noch eine Chill-Area hier. Ah, da gibt es ja auch die Massageliege, Red. Hier, das wäre dann mal was für dich. Um eine Massage bitten. Eine Aromatherapie-Massage. Und von Lia bitte, ne? Eine Lotusblüten-Aroma-Therapie-Massage von Lia. Oh, das ist gut. Sorry, Red, haben dich aufgeweckt, ne? Lia, machst du mir eine Massage, Mami, bitte? Ich musste so lange durch den Wald streifen, wegen Daniel wieder. Bobby. Kennst den ja, ne? Macht immer so einen Scheiß hier, wenn der mal Let's Played hier. Mama, hier eine Massage, bitte, Mami, bitte, danke. So, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute hier mit meiner Elternfreuden-Family am zweiten Urlaubstag im Waldspielplatz. Und, oh, wir müssen auch noch in die Sauna gehen. Wir müssen das richtig ausnutzen, wenn wir schon so viel bezahlen für dieses scheiß teure Haus hier. Daniel, so viel dekoriert, damit es so teuer ist. Ja, danke euch. Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao.